So, das war der erste Biss. Der kam echt schnell. So, hinten Kraut. Wir fischen hier heute mit PVA-Bags. Und wenn ihr auch sehen wollt, wie man damit Fische fängt, dann bleibt dran. Ich habe die Schleie schon mal im Wasser abgehakt. Es hat jetzt echt keine 20 Minuten gedauert. Mit PVA-Bags ist das aber nicht unüblich. So, und die kommen jetzt nochmal zurück. Go. So, also wie gesagt, ne, wir angeln heute mit PVA-Bags. Dazu benutze ich eigentlich immer eine Inline-Montage mit einem circa Meter langen Leader. Mit einer Schlaufe, damit ich den einschlaufen kann. Da kann ich auch die Bags ganz schnell wechseln und auch vorbereiten, was ich jetzt hier auch gleich mache. Mit den Gewichten fische ich gerne so, da wir kleine Köder mit circa einer 8er Hakengröße fischen, so mit 60 bis 80 Gramm Bleigewicht. Vorfachlänge benutze ich 15 cm, würde ich euch auch empfehlen, nicht zu lang zu fischen, dann kriegt ihr nämlich oft Ausschlitzer oder Fehlruns, genau. Soiletback angeln ist super effektiv hier, wenn man schnell gehen will, weil man auch das dementsprechend vorbereiten kann, wie ich gesagt habe. Eignet sich vor allem auch gut in schlammigen Gewässern oder krauthaltigen Gewässern. Extrem gut auch für Einsteiger, da sich halt die Montage nicht überschlagen kann, weil wir die auch in den PVA-Sack legen. Und ist eigentlich ein Top-Ding. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, wie man eins macht. Hübsche Fische. Ja, bringen die Rute nochmal raus und vielleicht haben wir Glück und kriegen noch irgendeinen Fisch. Danke. Ihr braucht erstmal ein PVA-Bag. Die gibt es oft von den Herstellern mit so Befüllhilfen. Am Anfang holt ihr eine Handvoll Pellets. Ihr könnt auch Crushed Boilies alternativ nehmen. Also ihr holt wie gesagt Pellets, macht eine kleine Ladung rein unten, damit es ein bisschen ausgebeult ist. Dann holt ihr euer Rig und fangt einen Hakenköder voran, senkt ihr das da ab. Darauf müsst ihr achten, dass der Hakenköder schön ordentlich abgelegt ist, so quer. Wenn das passiert ist, holt ihr nochmal eine kleine Ladung Pellets und fixiert den Hakenköder dann damit. Und jetzt macht ihr das Vorfach mit Blei, senkt ihr ein bisschen ab und
fülle das dann immer Stück für Stück mit Pellets auf, damit sich die Vorfachschnur ordentlich verlegen kann. Wenn das alles getan ist, könnt ihr dann aufs Blei bis zum Bleihook auffüllen. Ich fülle in dem Fall meistens hier gerne einfach bis zu dieser zu diesem Gummistopfer vom Blei auf. So, jetzt in hier dem Fall. So, jetzt verdichte ich das alles ein bisschen, indem ich das so drücke oder aufdotzen lasse. Dann gucke ich so ein paar Mal, ob das so passt. Ja, das sieht gut aus. Jetzt kommt der Teil, an dem ihr den oberen Rand hier rum ums Back befeuchtet. Am besten macht ihr das mit der Zunge. Einmal drüber ablecken. Schmeckt nicht sonderlich gut. Dann dreht ihr das und drückt das auf euer Back drauf. Ich warte dann immer noch kurz eine Sekunde, damit es auch sich verkleben kann. Sonst zieht ihr es ab und habt dann ein offenes Bag, was ihr wegschmeißen könnt, weil es dann sich anfängt aufzulösen. So, und jetzt habt ihr das Bag ordentlich verschlossen. Was jetzt halt noch wichtig ist, wenn ihr vor allem weit werfen müsst, ist das Ding ein bisschen aerodynamischer zu machen. Dazu holt ihr einfach die Ecken oben, drückt die ein bisschen rein, so, dass die hier so leer sind. Dann feuchtet ihr einfach euren Finger, macht den Ecken oben nass und drückt den ein. So. Dasselbe auch natürlich dann auf der anderen Ecke. So, jawohl, ja. Perfekt. Und so habt ihr jetzt ein Solid-Bag vorbereitet. Und könnt das dann einfach, wenn ihr einen Fisch gefangen habt beispielsweise, könnt ihr das alte aus eurer Montage ausschlaufen und hier das neue einschlaufen. Da seid ihr super schnell, effektiv. Ja, und fangt Fisch. Leute, wir packen jetzt zusammen. Wir hatten eine echt gute Session mit 3 Fischen. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, Tipps und Tricks mäßig über PVA-Bags. Wir haben heute zwar jetzt keine so wirklich großen Fische gefangen, aber wenn ihr uns auf Instagram verfolgt, könnt ihr ja mal sehen, da hat Lars vor kurzem einen richtig schönen dicken Schuppi drauf gefangen. Und ja, wir sehen uns demnächst.